Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, motorradmäßig, rollerfahrmäßig ist jetzt erstmal Winterpause. Da läuft also nix. Ich werde also zu dem jetzigen Zeitpunkt bei der Kälte fahre ich also kein Motorrad bzw. Roller. Aber ich habe trotzdem einen Grund, ein Video zu machen, weil ich habe von der Firma Odenwolf ein ganz tolles Messer zugeschickt bekommen, was ich euch unbedingt vorstellen muss und möchte. Das ist ein Messer von Fritz Meinecke. Fritz Meinecke ist ja sehr vielen bekannt, der hat ja sehr viele Abonnenten. Das ist so ein Outdoor-Mensch, Survival und Abenteuergedöns, macht er alles Mögliche. Ja, und der hat mit der Firma Odenwolf, ehemaligst Wolfgangs, viele kennen ja die Messer noch unter dem Namen Wolfgangs, ein Messer produziert, beziehungsweise zusammen mit denen hergestellt, also in Kooperation. Und dieses Messer werde ich euch gleich mal vorstellen. Es ist in so einem schönen Geschenkkarton, kommt das Messer. Ja. Ich möchte also gleich direkt schon mal von vornherein sagen, ich bekomme kein Geld für dieses Video. Ich habe keine Abmachungen mit der Firma Odenwolf und ich habe auch später keinen Rabattcode, wo ich irgendwas dran verdienen würde. Es gibt zwar einen Rabattcode. Der Rabattcode lautet Fritz10. Das ist aber von dem Fritz Meinecken der eigene Rabattcode. Also ich habe da weder irgendwie Gewinnbeteiligung noch sonst irgendwas. Also gar nichts bekomme ich für mein Video. Und ich mache das halt einfach aus Interesse und weil es halt ein tolles, schönes Messer ist. Ich bin da richtig begeistert von diesem Messer. Und da werde ich euch jetzt gleich mal alles zeigen. Ich setze mich jetzt gleich erstmal um und dann zeige ich euch mal das Messer in der Nahaufnahme, beziehungsweise was alles dabei ist und wie das gearbeitet wurde. Genau, das machen wir jetzt als allererstes Mal. Okay, bis gleich. So, Freunde, das Messer kommt dann genau so in einen sehr schönen Geschenkkarton. Hier oben steht ja drauf, Fritz Meinecke. Da hinten im Hintergrund ist dieses Odenwolf bzw. Wolfgangs-Logo. Odenwolf steht hier an der Seite nochmal. Ja. Da wollen wir es mal aufmachen. Ich habe natürlich schon mal reingeguckt gestern. Ja, sehr schön verpackt. Hier eine kleine Karte von der Firma Odenwolf. Dann ein Putztuch. Ja, hier die wunderbare Kydex in dieser Military-NATO-Optik hier, das finde ich ganz toll. Vor allen Dingen diese Kydex ist jedes Mal ein anderes Muster, weil das aus einem großen laufenden Meterband da geschnitten wird. Und das Muster ist dann praktisch immer individuell. Das ist niemals immer das gleiche. Übrigens ganz toll hier mit dieser Daumenauflage hier oben zum Rausziehen, zeige ich euch gleich nochmal. Ich zeige euch erstmal nochmal hier die Kydex. Ja, prima. Hier dieses Tech-Lock-Verschlusssystem. Super, wirklich super. Kann man das Messer quer tragen, man kann es ja hinten dran machen, quer, man kann es gerade dran machen, man kann es so machen. Also alles gibt es verschiedene Tragemöglichkeiten. So, jetzt kommen wir mal zu dem Messer selber. Habe ich gestern schon mal ein paar Schnitzarbeiten mitgemacht. So, hier ist das schöne Messer selber. Wunderbar, schaut es euch an. Vor allen Dingen hier durchgehende Klinge. Full-Tank-Klinge aus D2-Stahl. Was mir nicht ganz so gefällt, das ist diese Daumenauflage hier oben. Aber das ist eine Geschmackssache, weil die Daumenauflage hier oben sehr weich ist. Das ist also ein sehr weicher Jimping. Manche wollen das ja unbedingt so. Manchen gefällt das ja ganz gut. Ich mag allerdings die bisschen schärferen, härteren Jimpings, mag ich lieber, weil ich dann noch mehr Druck ausüben kann, beziehungsweise ein sicheres Gefühl habe, was ich hier aber auch habe. Also ist nicht so, dass ich hier wegrutschen würde. Nur ich mag halt diese schärferen Jimpings oben lieber. Das ist aber bei mir so und ist Geschmackssache. Ist halt bei jedem nicht gleich. Ja, dann hier das Paracord, Lanyard hinten mit diesem Totenköpfchen drauf.
drauf oder dran. Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes, gelungenes Messer. Wie gesagt, D2 Stahl, G10 Griffschalen, liegt schön in der Hand. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ich habe ja etwas größere Hände, aber passt genau rein und guckt sogar hinten noch ein bisschen raus. So, wenn wir jetzt einmal schon mal dabei sind, da werden wir direkt schon mal die Gewichte machen und alles. Das Messer alleine wiegt 200, keine, also knapp 220 Gramm. Jo. Mit der Kydex zusammen wiegt es knappe 292 Gramm. Mit dem TecLock dann noch dabei wiegt es 360 Gramm. So, und ihr seht ja hier oben, das meinte ich mit diesem, ja, dass man das hier so rausziehen kann. Zack. Das ist prima, das ist total super gemacht. Das habe ich so gut, habe ich das noch nie gesehen. Also da bin ich wirklich begeistert von, wie das hier rausflutscht. Ja, und wackelt nicht, klappert nicht, fällt nicht von alleine raus. Also das kann man auch, egal wie das im Einsatz ist, also verlieren wird man dieses Messer wohl nicht. Also nicht von alleine. Ja, da ist schon richtig Druck drauf. Das ist ganz toll gemacht, dieser Druckpunkt hier. Nicht zu stramm und nicht zu leicht. Also genau richtig. So, dann wollen wir noch mal ein paar Maße machen. Dann wollen wir jetzt hier noch direkt mal ein paar Maße nehmen. Genau, die Klinge selber ist 11,5 cm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die auf jeden Fall 42A-konform ist, dieses Messer, und in der Öffentlichkeit geführt bzw. getragen werden darf. Natürlich nicht in Waffenverbotszonen. So, der Griff selber, ja, so 10,5 bis 11, bis hinten hin 11. Ja, und das gesamte Messer dann knappe 22,5. Ja. Ja, und natürlich eine unheimlich schöne Dicke hier. Ich schätze mal 5 mm. Full-Tang-Klinge aus D2 Stahl. Tja, ich habe natürlich auch direkt gestern schon einiges an Holz gespalten, beziehungsweise zack. Und das Ding ist scharf wie die Hölle. Also da kann man wunderbar kleine Locken mitmachen oder hier so ein selber sich einen Hering schnitzen beim Camping. Also ganz tolle Schärfe. Wirklich. So Leute, dann habe ich jetzt extra noch mal eine schöne kleine matschige Tomate genommen, weil die sind nämlich am schwersten zu schneiden. Da wollen wir mal gucken. Boah, das geht durch wie Butter. Schaut euch das mal an. Also ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall das schärfste Messer, was Odenwolf jemals produziert hat, weil ich habe alle Messer gehabt. Und das ist mega scharf. Und das ist eine matschige Tomate. Wahnsinn. Ja, die esse ich auch nicht mehr, weil die mir schon zu matschig war. Okay. Tja, dann setze ich mich nochmal hin und dann wollen wir am Ende jetzt nochmal ein Fazit ziehen. Ja, so Freunde, dann wollen wir jetzt am Ende nochmal ein Fazit ziehen. Was sage ich zu dem Messer? Ja, sehr gut. Wirklich ein sehr schönes Messer. Hochwertig verarbeitet, vielleicht als Weihnachtsgeschenk für Bruder, Vater, Onkel,
alles Mögliche, keine Ahnung. Wie gesagt, Fritz Meinecke ist ja sehr bekannt. Er hat, glaube ich, über 200.000 Abonnenten. Macht ja dieses Survival-Sachen. Und der hat ja dieses Messer zusammen mit Odenwolf entwickelt, beziehungsweise hat das da herstellen lassen. Ja, ist mal was ganz anderes. Ist auf jeden Fall scharf wie die Hölle. Also das Ding ist richtig scharf. Ja, zusammen mit dem Techlock, was man hier anschrauben kann, kann man das Messer in verschiedenen Variationen tragen. Gefällt mir sehr gut. Full Tang, durchgehende Klinge, sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr einen kleinen Rabattcode benutzen möchtet, ich werde euch hier die Seite von Odenwolf werde ich euch verlinken, da wo ihr das Messer kaufen könnt. Und ihr könnt dann da 14 Euro sparen, indem ihr den Rabattcode FRITZ10 benutzt auf der Seite. Und ich glaube, wenn ihr da über 150 Euro kommt, und dann kriegt ihr auch noch Geschenke da dabei, müsst ihr mal gucken, ob der Seite bei Odenwolf. Da gibt es ja dann verschiedene Optionen, was man da machen kann, um dann auch irgendwie größere Rabatte zu bekommen. Ich selber habe keinen Rabattcode, aber toll ist das Messer auf jeden Fall. Leider ist es jetzt mittlerweile draußen ein bisschen dunkel geworden. Schade, ich hoffe, dass das Video trotzdem einigermaßen gut wird. Von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ist halt ein Sammlermesser, ist ein seltenes Messer, wird auch nur in einer limitierten Stückzahl, in einer begrenzten Stückzahl verkauft. Ich weiß nicht, wenn das nicht so viele in der Auflage sind, dann wird das auch relativ schnell ausverkauft sein, denke ich mal. Gut, das soll es dann mal wieder gewesen sein. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, sage ich jetzt schon, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Aber ich glaube, da kommt noch was. Ich habe noch was in Aussicht, was ich gerne euch zeigen möchte. Ob das aber noch diesem Jahr passieren wird, weiß ich nicht. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, sagt euer Alex.